Der Sockel des Andreas Hofer Denkmals in Meran ist seit Donnerstag verwaist. Die Statue des Tiroler Volkshelden mit 1,5 Tonnen Gewicht wurde von einem Kran zu Boden gehievt und anschließend abtransportiert. Der Grund? Die Bronzefigur wird in den nächsten 2 Monaten gesäubert und widerstandsfähiger gemacht. Außerdem werden Arbeiter die Basis der Statue sanieren. Zuletzt war die 3,3 Meter hohe Abbildung Andreas Hofers bei Wind und Wetter nämlich merklich ins Schwanken geraten. Nächstes Jahr wird das Andreas-Hofer-Denkmal übrigens 100 Jahre alt.